liebe Catan-Fans, die Legende von Catan geht weiter, denn endlich ist es soweit. Die Szenariensammlung für die Städte- und Rittererweiterung ist da. Die Legende der Eroberer von Klaus und Benjamin Theurer. Drei Szenarien erzählen eine zusammenhängende Geschichte vom nahenden Untergang Catans durch fremde Eroberer. Gemeinsam versucht ihr die Eroberung ganz Catans aufzuhalten und gleichzeitig spielt jeder für sich um den Sieg. Schauen wir mal auf die Rückseite. Das Spiel ist ab 12 Jahren und für 3 bis 4 Spieler konzipiert. Es fordert besonderes strategisches und taktisches Geschick und ist somit die intensivste Herausforderung in der ganzen Catan-Welt. Für diese Erweiterung benötigt ihr zusätzlich das Basisspiel und die Erweiterung Städte und Ritter. Ja, nun schauen wir uns aber mal an, was in dieser Schachtel steckt. Viel Spaß! Wow, so sieht also die Legende der Eroberer von innen aus. Das hier ist die Anleitung inklusive Almanach. Wie ihr seht, ist sie sehr umfangreich und übersichtlich gestaltet. Jedes Kapitel wird beschrieben und mit einer Geschichte eingeleitet. Am Ende findet ihr die beliebte Materialübersicht und auf der Rückseite findet ihr eine Chronik. Wer möchte, kann hier alle Legendenpunkte durchspielen und seine Gesamtwertung eintragen. Aber natürlich könnt ihr auch die Kapitel einzeln spielen. Jetzt kommen wir zu den Tableaus. Es gibt insgesamt 7 Stück und ich zeige euch die interessantesten neuen Standsteile. Dies hier ist die Kapiteltafel. Die gibt es für jedes Kapitel. Es gibt eine Laufleiste, auf der das Barbarenschiff fortgesetzt wird und immer, wenn es auf einem Ereignisfeld steht, wird dieses direkt ausgeführt. Und für den Kampf mit den Barbaren wollt ihr eure Ritter natürlich unterstützen. Dafür ist es gut, wenn ihr eine Gießerei für die Kanonen oder auch ein Gestüt für die Pferde errichtet. Außerdem gibt es in dem Spiel ein ganz neues Landschaftsfeld, das ist das Sumpfgebiet. Hier haben wir ein Richtungsfeld, das zeigt immer an, in welche Richtung die Eroberer auf der Insel vorrücken. Neu sind auch die Rahmenteile, hier sind sie mit einer Siegpunktleiste versehen. Außerdem haben wir in dem Spiel eine neue Ware, einmal den Wein und eine weitere Ware, Bernstein. Diese beiden Waren könnt ihr untereinander, aber auch in Kombination mit Rohstoffen und Handelswaren tauschen. Beim Ereignisfeld Marsch der Eroberer kommt der Richtungswürfel zum Einsatz. Er zeigt an, in welche Richtung ein Eroberer vorrückt. Noch ein kleiner Tipp, nach dem Vorrücken der Eroberer solltet ihr eure eigene Strategie und Taktik immer wieder anpassen. Jetzt öffne ich mal die Karten. Es gibt mehrere Fortschrittskarten im Bereich Politik. Hier haben wir zum Beispiel den Kriegsherrn Roven und wenn ihr ihn ausspielt, könnt ihr sofort alle Ritter kostenlos aktivieren. Außerdem gibt es noch neue Kampfkarten. Hier haben wir zum Beispiel auch Thora, unsere Hauptfigur der Geschichte. Und alle Ritter des Spielers erhalten eine Runde lang einen zusätzlichen Stärkepunkt, wenn ihr diese Karte ausspielt. Außerdem haben wir noch die Übersichtskarten. Die gibt es für jedes Kapitel. Und für jeden Spieler. Sie helfen euch dabei, den Überblick zu behalten. Nun schauen wir uns mal die Spielfiguren an. Es gibt insgesamt 52 Stück. Das hier ist einer der Eroberer, er greift Catan an. Und jedes Landfeld, das er erobert, wirft keine Erträge mehr ab. In Kapitel 3 ziehen sich die Eroberer auf Festungen zurück. Ihr müsst jetzt versuchen, möglichst viele Festungen einzunehmen, bevor die Verstärkung eintrifft. Außerdem gibt es noch Pferde und Kanonen und sie unterstützen eure Ritter dabei, den Ansturm der Eroberer abzuwehren. Mit einem Pferd kann sich der Ritter außerhalb der eigenen Straßenzüge bewegen und eine Kanone verleiht einen zusätzlichen Stärkepunkt. Es gibt auch noch Sticker in dem Spiel. Einmal Stärke-Sticker für die Eroberer, die geben an, welche Stärke der Eroberer hat, und Belohnungssticker für die Festungen. Außerdem gibt es noch Zipbeutel. Da könnt ihr einfach das Spielmaterial einsortieren für eine bessere Übersicht. Ja, zum Schluss bleibt die leere Verpackung. Sie hat einen illustrierten Einsatz von Michael Menzel. Er hat übrigens auch die ganzen anderen Spielmaterialien gestaltet. Und ja, wow, liebe Catan-Fans, das waren doch jetzt tatsächlich 258 neue Teile, die ich euch vorgestellt habe.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, nun seid ihr dran. Erlebt die Legende der Oberer selbst und verteidigt Katan.